Ja, wir starten mit einer Partie Room Service mit zwei unserer Supportern aus unserer Crowdfunding-Kampagne. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und danke fürs Supporten natürlich. Ja. Sehr gerne. Und wir spielen Room Service, nominiert zum Kennerspiel. Könnt ihr kaum erwarten. Aber Montag werden wir es wissen, in 24 ob Stunden wir jetzt schlauer. Mit dem Kennerspiel des Jahres 2015 spielen. Ja, und jetzt, wer fängt an? Ich, oder? Du fängst an. Ich fange an. Du bist gelb. Ich habe noch überhaupt nicht rot, überlegt, blau. Ich auch nicht. Und wir müssen eine verwunschene Rolle, sagen, wir müssen die Ereigniskarte aufdecken für die erste Runde. Wie in alten Zeiten, der Ausspieler muss blutig spielen. Oh je, okay. Sehr gut. Ja, in der ersten Entscheidung. Das finde ich sehr gut. Ich finde es gut, da muss man erstmal nicht so viel überlegen. Ja. Okay. Und der Kräutersammler ist verwunschen. Wie viel sind wir aus? Vier Wahlen. So. Wir müssen mutig spielen. Und der Kräutersammler. Nein, nur er. Du nicht. Ja, ich bei meinem ersten. Der Ausspieler immer. Ja, immer der Ausspieler ist. Nein, ich meine, es kann ja sein, dass ich ja nicht mehr Ausspieler bin. Wenn keiner außer dir mutig spielt, bleibst du Ausspieler. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich muss mutig sein. Oh je. Vier haben wir, ne? Vier Karten. Oh, eins, ich hab's gleich. Noch eins. Was ist für Wunsch und Kräutersammler? 30 Punkte kostet denn der Kräutersammler, ne? Gut. Moment. Und jetzt muss ich ausspielen, mutig. Moment. Okay. Nur kurz, der Kräutersammler würde 3 kosten, Siegpunkte, ne? Immer, wenn man die verwünschte Rolle spielt, ja. 3 Siegpunkte, ja, das ist... Ist ja jetzt schon... Gut. Oh Gott, es klappt nie im Leben. Also, bist du soweit? Ja. Okay, dann bin ich einfach mal mutig und bin eine mutige Wetterfee. Keine mutige Wetterfee. Keine Wetterfee. Ach so, hast du keine? Nee, du bist dran. Ich frage, ob du eine Wetterfee hast. Ach so, doch, ich habe eine Wetterfee. War klar. Und? Die sind aber auch schon teuer, die Beuten jetzt am Anfang. Die Wetterfee kommt viel zu früh. Ich wollte erst eine andere sein, bevor ich eine Wetterfee bin. Mhm. Jetzt spiele ich die aber trotzdem mutig. Eben, was hättest du denn wegzaubern wollen überhaupt? Wenn ich woanders hingeflogen wäre vorher. Mit seiner einen. Der hat, genau. Du hast ja nur einen. Ich habe nur einen, ja. Achso, alles ist so. Ja, ja. Ich bin noch nicht ganz wahr. Ich bin froh, dass dir der Ich wusste ja, geklaut. Ich wusste ja, dass irgendwer hier. Ja, die haben zwei, das fand ich nämlich auch attraktiv, die Wette. Ich habe natürlich wieder schon den Anfängerfehler, ne? Man denkt sich dann immer diese Dinge, die so, ein Blitz, aber man muss auf die Zahlen achten. Genau, deswegen dachte ich mir jetzt nicht, dass als erstes die Wetterfee kommt. Ja, habe ich dich schon mal ausgetrickst. Genau, ne? Aber spielst du trotzdem mutig? Du spielst sie mutig. Ja, natürlich. Und du? Also ich bin natürlich auch eine mutige Wetterfee. Weiter. Ja. Okay. Ja, weil ich bin ja etwas wacher als Hunter und ich kann ja mit meinem einen Start. Ja, das war auch. Ich hätte sie tatsächlich gespielt, weil ich. Du hast von deinem Kaffee schon niemand noch wandern denkt in der ersten Runde an die Wetterfee gleich dreimal. Genau. Ich dachte, ich denke um die Ecke und es war eine Ecke zu weit. Oder zu kurz. Cool. Eine Eröffnung. Zwei Zauberstäbe weg und dann nehme ich mir wenn mal. Wenn alle um Ecken denken, kann man auch einfach mit den ganzen Sammlern anfangen. Du warst der letzte mutige Spieler, also gehst du jetzt raus. Ach ja, und die Devise heißt mutig, ne? Du musst mutig ausspielen, ja. Mutig. Ja, das geht ja jetzt wieder hier voll. Angenehm, das bin ich fast ganz hinten. Kann nichts mehr passieren. Dann bin ich mal eine total mutige Heidehexe.
Ich bin eine mutige Heidenhexe. Ja, dann kann ich dir mal ad acta legen. Ich sag mal weiter. Ich sag auch weiter. Ja! Oh mein Gott. Ich flieg hier hin. Jetzt könntest du die Wetterfee gebrauchen, oder? Und mal, ja, jetzt hätte ich sie da. Ja, stimmt. Ich gebe hier einen Trank ab, ja? Vier Fliegpunkte. Aber der bleibt, glaube ich, nicht liegen. Ach doch, die Runden bleiben liegen. Ja, ja. Genau. Dann muss ich mir meine Farbe noch gewinnen. Blau. So. Das hat ja super geklappt. Oh Gott, jetzt muss ich ja mutig spielen. Jetzt musst du mutig spielen, ja? Ich bin mal mutig. Oh, scheiße. Ah, das war wieder die falsche Reihenfolge. Ja, das ist sehr grausam. Oh Gott, ich muss ja mutig spielen. Klappt doch eh nicht. Ja, dann kann ich jetzt. Ich muss ja irgendwann die spielen, die ich gar nicht mehr spielen kann. Die muss ich ja auch irgendwann spielen. Ja. Dann spiele ich jetzt der mutige Gipfeldruide, der mir gar nichts mehr bringt, weil ich wollte eigentlich erst hier so schön mir einen Stab holen, dann rüberfliegen, aber das war wieder nur meine Vorstellung der Runde. Weiter. Weiter. Die Eröffnung hat alles kaputt. Guck, und jetzt hat den auch noch keiner. Tja, den hättest du gut gebrauchen können. Wenn du nicht die Heidehexe gleich ausgespielt hättest, ja, dann hilft alles nichts. Dann bin ich halt ein mutiger Früchtesammler. Das war klar, dass der nicht durchgeht. Ist klar, dass der nicht durchgeht. Ist klar. Okay, aber ihr dürft mich nicht enttäuschen jetzt. Wieso? Ich bin ein feiger Früchtesammler. Oh. Wenn ihr mich jetzt enttäuscht. Ich bin voll mutig. Ah, es ist so, habe ich mir das gedacht. Ja, also ich bin gar keiner. Ah. Dann nehme ich zwei Lila. Sehr gut. Und sehr was nehme ich denn noch? Was habe ich denn für einen Plan? Ich nehme noch einen Grünen dazu. Und Grün. Und Grün. Ah, mein ich Gott. Habe zwar keinen Plan, aber jetzt muss aber ich raus. Aber die Tränke, ja. Oh, das ist ja so ich schön muss ja gewesen. Mutig, ne? Ja, ich so muss mutig. Das wär, der Gipfeldruide war die richtige Wahl, es war nur die falsche Reihenfolge. Dann bin ich eine vollmutige Waldhexe. Ach, du ahnst das nicht. Eine Karte noch. Ich habe noch eine. Zwei. Kante hat noch zwei. Ja, dann bin ich auch total mutig. Weiter? Weiter. Oh, Mist! Ah. So, dann von da kommen wir. Wenn ich nämlich erst die Waldhexe gehabt hätte, hätte ich mich gleich blitzen können anschließend. Gut, und wir liefern hier ab. Da sind die Sachen, die wir da aufgehangen. 1, 2, 3, 4. So, dann bin ich. Du bist. Ja, gut, die Entscheidung ist ja jetzt einfach. Die mutige Berghexe. Kommt. Weiter. Ich bin die mutige Berghexe. Weiter. Ah. Sehr schön. Aber das wollte ich gar nicht. Aber es geht noch. Ja, geht super. Ich wollte gerade sagen, da waren ja zwei Optionen. Ja, ja. Da kannst du ja so Traum. Ich wünschte, ich wäre in die Berge geflogen. Tja. Die Qual. Ja, jetzt kann ich natürlich einfach schon mal den Grün besetzen. Ja. Genau. Mit vier. Du bist gelb, ne? Und jetzt, ja gut, jetzt bin ich natürlich auch noch die mutige Hügelhexe. Weiter? Ich hab nichts mehr. Weiter. Na, großartig. So gefallen. Und jetzt? Noch ein Zauberstab wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ah, ich nehme noch mal einen Zauberstab, wer weiß, wofür der gut ist. 3 und 1 Zauberstab. Dankeschön. Und 3 Siegpunkte, kann man mich noch mal nach vorne? Ja. Sehr schön. Habe ich gerade gemacht. Achso, nee, Entschuldigung. Eigentlich bin ich ja immer grün, aber das habt ihr falsch gemacht. Ja, das wurde schon so für mich der erste. Die Gewalthexe. Ja, ich verstehe, verstehe. So. So, ja. Du hattest alles. Du ja, hast alle, dann geht's dann nicht rüber. Ich, ihr zwei noch. Ja, dann streitet bin ich der vollmutige Wurzelsammler. Mutige Wurzelsammler. Ja, wenigstens der hat geklappt. Ich habe Zauberstäbe. Juhu. Ha! Okay, es hätte schlimmer kommen können. Aber ja, auch besser. Also, ja, es hätte wirklich schlimmer kommen können. So, nächste Runde. So selten, dass der Plan komplett aufgeht. Nächste. Die Heidehexe ist verwunschen.
Schwarzmarkt. In diesem Durchgang erhält jeder, der eine Rolle feige spielt, anstatt der entsprechenden Aktion 3 Siegpunkte, wenn er dies möchte. Oh, die hatten wir noch nie. Okay. Das ist eigentlich recht harmlos. Da haben wir sogar mehr Möglichkeiten als sonst. So. Ich wollte gerade meine Karten mischen. Das will ich gern machen. Aber das ist eine gute, wenn du die Karte nicht nutzen kannst. Wer hat als letztes aus? Du bist als letztes. Nee, du. Er war als letztes mutig. Nee, du eben. Nee. Ah, nee, du. Nein, ja, stimmt. Nein, genau, du warst der wurzige Nudelsammler. So als Startspieler war gar nicht. Stimmt, ja. Wäre auch nicht schlecht. Machen wir. So. Und was ist raus? Die Heidehexe. So, und in genau der Reihenfolge muss das jetzt gespielt werden. Okay, okay. Ich bitte drum. Ich gebe mir Mühe. Ich bin ganz schön vertrackt zu viert, finde ich. Ja, wenn man zu zweit spielt, kann man... Berechenbarer. Kann man sehr berechnen. Ja. Ja, es ist ein ganz anderes Spiel zu zweit. Mhm. Als zu zweit so ist viel chaotischer. Weil zu zweit, dass es man sich hauchdünn um Punkte klopft. Genau, also. Wenn man zu zweit spielt, ist es hier, da sieht man das viel aber so ist dann einfach lustiger. Der Gaudi-Faktor. Ja. So. Moment, eine brauche ich noch, so. Aber geht nicht mehr von mir. Obwohl, das ist zu naheliegend. Dann nehme ich doch die. Und du musst nicht mutig spielen, du darfst jetzt wieder wählen. Ja. Ah, ich muss ja anfangen. Ja. Ich bin der mutige Taldruide. Weiter. 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 Hier bin ich in einem Tal. Und jetzt mache ich das, gebe das ab. Drehe ich einen Zauberstab. Du bist blau, gell? Und 1 bis 3, also 4. 2, 3, 4. Vielen Dank. Da muss ich ja nochmal. Ja. Ist gelb. Ja, da bin ich die mutige Wetterfee. Die mutige Wetterfee. Weiter. Weiter. Du hast ja gar keine Zauberstäbe. Was machst du mit der? Nein. Ja, aber warum denn jetzt? Ich wollte doch erst welche besorgen. Ah. Nein. Mist. Ja, ja, das ist die, ja. Aber die Regel. Denk mal an den Schwarzmarkt. Du kannst die aber auch feige spielen und die 3 Siegpunkte kassieren. Stimmt, mach das auch. Aber dann kriege ich natürlich meine Aktion. Ja, komm, aber ich nehme die 3 Siegpunkte mit. Ich spiele sie feige. Ja gut, okay, das ist... 3. Ja, das ist jetzt für dich eine bessere Option. Ja, natürlich. Das war schon. Bin ich quasi mutig. Ja, und darfst auch wieder raus. Dann darf ich... Dann muss ich auch nicht raus, das ist ganz gut. Zaubern. Ich zauber die 1 hier weg. Das ist meine Wolke gewesen. Warum nimmst du jetzt meine Wolke? Die ist so hübsch. Ich brauche ich. Jetzt muss ich ja nochmal. Die hatte ich mir aber auserkoren. Ah, ich warte mal. Ich bin gleich da wieder da. Ich gucke einmal ganz kurz. Aber die Regel sagt, wenn diese Ereigniskarte nicht da gewesen wäre und ich hätte sie mutig gespielt, ohne dass ich sie wirklich machen kann, kann ich damit ja ein Spiel zu kaputt machen. Ne? Ich glaube. Hat er schon gemacht. Und das haben wir auch nachgelesen. Es geht. Ja, aber dann bin ich jetzt die feige Berghexe. Du bist die feige Berghexe. Achso. Nee, achso, die kannst du gleich machen, genau. Ja. Enttäuschend, ich weiß. So. Enttäuschend. Ah, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Ich wollte nicht, dass du eine Berghexe spielst, während er noch drankommt. Ich verstehe warum. Spiel ruhig. Du hättest die Berghexe ausspielen sollen. Nein, also du hast die Reihenfolge jetzt sehr gut. Ah, na gut, da bin ich halt auch feige. Was soll ich machen? Fliege ich halt einfach hier rüber. Ich bin auch eine Berghexe.
Bin ich feige oder bin ich mutig? Tja. Gleich wird sich zeigen, was richtig war. Ich glaube. Ich spiele die Feige. Ich glaube auch, ne? Als ob ich eine Berghexe hätte. Natürlich hast du eine. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und mutig. Schon eigentlich mutig. Auf dem da kannst du nicht hin, weil da eine Wolke liegt. Schon du musst an der erst Seilbahn. Wegzaubern. Ach so, ach ja. Der hätte auch nicht dahin gekonnt. Da liegt eine Wolke. Oh. Ihr dürft doch nicht auf Gebieten mit Wolken fliegen. Fehler im System. Was? Ja, ihr seid auf Wolken geflogen. Das heißt, 4 Siegpunkte zurück. Ne? Gott. Du hast die da kassiert, oder? Ich glaube, das war gar nicht. Gibt's doch gar nicht, die Wolke. 1, 2, 3, 4. Sonntagmorgen. Sonntagmorgen, ja. Und du kannst noch in einen anderen Berg fliegen. Ah, in den darfst du oder so. Und sein, er bekommt. Die 4 haben wir wieder abgezogen. Ach so, den Zaubertrank zurück, genau. Ach so, der hätte eh da liegen müssen. Und von wo ist er denn gekommen? Weißt du das noch? Oder Nee, er hat den da abgeliefert. Von wo bist denn du gekommen? Weißt du das noch? Ja, du hast hier den Lilanen abgeliefert. Ja. Genau, den hab ich dir zurückgegeben. So, und du musst jetzt woanders hinfliegen. Dann hätte aber den wahrscheinlich abgeliefert, aber egal. Nein, hat er nicht. Er hat den 4er. Ja, gut, okay. Dann flieg ich hier hin. Ja. Hallo? Ja, ich muss ganz kurz nur hier, weil die... Nimm die ab. Das Spielmaterial klebt an den Fingern. 4 mit. Aha. 1, 2, 3, 4. Eine Katastrophe. Ja, aber jetzt mal, du hättest ja trotzdem fliegen können, wenn du so feige gespielt hättest. Willst du noch in einen anderen Berg fliegen? Stimmt, ich hätte woanders fliegen können, richtig. Du hättest dahin fliegen können. Ja, dann hätte ich das nicht. Nee, aber ich hätte ja nicht das machen können. Ich bin ja nur feige, ich fliege ja. Ja, okay. Stimmt. Du warst mutig, genau. Ja, ich bin wenigstens in den Berg gelandet. Jetzt passt's. Ja. So, und du hast mutig. Sonntagmorgen. Aber ich habe meinen Kaffee noch nicht ausgetrunken. Das ist die Entschuldigung. Da ich aber jetzt die mutige Berghexe gespielt habe, bin ich weiter dran. Genau. Ich habe eben nur noch eine Karte. Ich wollte da gar nicht hin. Er auch nicht. Das ist logisch. Der Plan war ein anderer. Ja, jetzt gucken wir mal. Ich spiele mal einen mutigen Früchtesammler. Weiter. Ich bin der mutige Früchtesammler. Weiter. Aha. Du hast doch lila Tränke. Das ist die Überraschung. Das ist die Überraschung. Ich kriege 2 lila Tränke und ich kriege einen grünen Trank. Oh, nee, warte mal. Einen. Ja, doch, einen grünen Trank. Bitteschön. Jawohl. So, dann kommst du raus. Ja, jetzt komme ich. Aha, jetzt muss ich natürlich vollkommen, das ist natürlich jetzt alles vollkommen anders als geplant. Vollkommen anders als geplant. Wo die Kronen hinten. Tja. Oh. Was mache ich jetzt? Ich spiele jetzt mal einen feigen Kräutersammler. Da kriegst du einen grünen. Ja, danke schön. Ich spiele jetzt voll mutig. Ja. Weiter. Weiter. Dann 2 grüne und einen Zauberstab. Grüne und einen Zauberstab. Oh, jetzt muss ich aber auch raus, ja, oder? Klappt das immer. Ah, nee, nicht immer. Sie liefert gleich nur noch ab. Voll das Arsenal an allem. Ich bin der feige Wurzelsammler und entscheide mich für den Zauberstab. War es eine weise Entscheidung? Also ich bin dir jetzt auch mal feige. Ich bin mutig. Boah. Ich habe zwar davon schon ganz viel, aber... Weiter. Jetzt habe ich wirklich viel. Jetzt? Jetzt geht's los. Jetzt. Was willst du mit den ganzen Zauberstäben machen? Fahrt ab. Du bist durch? Ich bin fertig, dann geht's an dich leider über. Ui, ja, das war nicht so wie du hast noch eine Karte. Ich noch eine. Ich werde heute auch noch ein kleines Gewinner zaubern. Sehr gut. Das ist alles mal abkühlt. Du könntest nur hinfliegen. Du fliegst sicher, das ist die Katastrophe, wie du da stehst. Ja, ich stehe noch so wie ganz am Anfang. Ich weiß mal eine gute Runde. Da stehst du aber im Gebirge. Ja, stimmt. Da stehe ich im Gebirge und hier stehe ich in der Heide. Du fliegst doch garantiert in den Wald. Kenn ich doch, du alte Wald. Fliege ich halt immer nur feige in den Wald. Und zwar. Feige in den Wald. Feige in den Wald und ich frage mich, ob ich jetzt da runtergehen soll.
Na so gut. Viel Platz auf dem Spielfeld, aber da stehen wir zu dritt. Alle in die gleiche Richtung. Ich gehe jetzt mal da hoch. Also in den, was heißt da hoch? Ja, bist in du? Den Wald da. Bis gelb, ja. Jetzt hier hoch. Ja, das war eine gute Entscheidung, weil ich bin natürlich voll mutige Waldhexe und ich bin in dem gleichen Wald und liefere hier einen lila Zaubertrank ab für 2 Siegpunkte und einem Zauberstab. Ja. So bin ich jetzt plötzlich ganz hinten, nur wegen dieser blöden Wolke. Ach so, aber dann hätte ich ja eigentlich theoretisch auch gar nicht die Minuspunkte kriegen müssen. Welche Minuspunkte? Wenn ich jetzt dahin ausgewichen habe. Oder? Ne, wir haben ja nur die von dem Trank wieder weggenommen. Ach so, die Trank habt ihr mir schon gegeben gehabt, oder wie? Ja. Ich hab dir den Trank zurückgegeben und ich die vier... Moment, nein, er hat ja nur Feige gespielt. Er hat ja gar nichts abgeliefert. Ah, dann musst du meinen Lila dann wegnehmen und wieder 4 Punkte. Ja, ja, und wieder 4 Siegpunkte. Nee, stopp, er ist doch da mutig reingeflogen. Nein, Feige. Nicht. Feige? Ja, Feige. Okay. Weil er dann, wusste, dass ich... Ja, ja, genau. Dann, du hast eben, recht, weil dadurch, dass wir das zugemacht haben, habe ich quasi... Jetzt kriegt er wieder 4 Punkte. Ja. So, jetzt, ja. Jetzt stimmt wieder alles. Alles auf Stand. Das war nur ein kleiner Gute-Morgen-Quiz. Wer hat denn weg? So, die verwunschene Rolle ist jetzt der Früchtesammler. Na toll. Und unser Auftrag ist Schwarzbrennerei. In diesem Durchgang erhält jeder, der eine Rolle Feige spielt, anstatt der entsprechenden Aktion, eine Ressource seiner Wahl, wenn er dies möchte. Ah, statt den Siegpunkten kann man... Also die Siegpunkte hat ja niemand genommen, ne? Doch. Er hat noch. Ich hatte genommen, ja, mit der Das habe ich gerade geschrieben. Okay, alles klar. Warte mal, jeder Feige anstatt der entsprechenden Aktion. Ach, wenn ich eine Feige Waldhexe spiele und nicht fliege, kann ich mir auch eine Ressource nehmen. Genau. Statt der Feigenaktion. Wer war der letzte Mutige? Ich, gerade eben. Okay. Vollmutige Waldhexe. Dann bist du nämlich Zweite. Ach, das ist ja. So, was mache ich denn jetzt eigentlich? Verwunschen ist der Früchtesammler. Ich hab's gleich, Sekunde, ich brauche noch eine alles Karte. Alles gut. Spannend, das wird spannend. Das wird sehr spannend, ja. Okay. Einiges vor. Seid ihr soweit? Kann ja, ich? Ja. Ich bin die Heidehexe und ich bin die einfach Feige. Ich flieg nur dahin, wo ich hin will. Dann gebe ich mal weiter. Weiter? Ja, das ist doch schon mal ein guter Start. Ja, bist du mutig oder feige? Natürlich mutig. Das für eine Frage. Als letzter raus Feige spielen ist auch. Wenn er noch nicht richtig wach ist. Und ich gebe mal hier ab. Krieg 3 Sekunden und einen Zauberstab, bitte. Ja. 1, 2, 3. Dann kommst du weiter. Dann komm ich weiter. Mutige voran. Ja, mutig voran. Nee, nicht mutig voran. So, ach so ist das. ja, ich spiele mal eine feige Wetterfee. Und dann die einzige Wolke, die ich hier habe, für 1. Sehr gut. Dann spiele ich auch eine Wetterfee. Da ist noch so eine Dreierwolke. Warte, ich muss erst mal gucken. Hier, im Wasser. Ja klar ist da eine Dreierwolke im Wasser, aber warum soll ich 3 ausgeben, wenn ich hier 2 ausgeben kann? Ich will nur gucken, ob jemand anders auch Wetterfee sein könnte. Wer ist denn blau? Wetterfee kann jeder. Oh, der hat viele Zauberstäbe. Ja, der ist eine Wetterfee, also bin ich eine feige Wetterfee und zauber mir die 2 hier weg. Das ist so. Ja. Ich kann euch ein Geheimnis verraten. Kron spielt gerne auf Wolken.
weil er meint, damit könnte er viel Punkte machen. Ja, eine mutige Wetterfee. Ich zaubere eine Wolke weg. Leider für drei. Aber dafür kriege ich auch 30 Punkte extra. Also jetzt drei. Ja, ja. Drei Punkte bitte. Du bist blau. Ja. Eins, zwei, drei. Ich kack hier voll ab. Und dann was bin ich auch los? Gleich dran. Ich bin der mutige Früchtesammler. Ich weiß, das seid drei ihr alle zurück. Nicht. Du darfst wieder drei zurück, ja. Ne? Eins, zwei, drei. Weiter. Hat niemand von euch, oder? Ey, das gibt's doch nicht. Nein. Genau dieselbe Strategie. Ich dachte, das macht doch kein normaler Mensch. Muss ich dann die drei überhaupt bezahlen? Eins, zwei, ja. Haben wir zig mal gelesen. Oh. Wer sie spielt, muss sie zahlen. Ja. So. Gut. Du spielst den mutig? Wenigstens, ja, ich spiele mutig. Wenigstens. Ich dachte, das ist eine 100%ige. Ja, genau das hatte das ich. Das hatten wir aber schon ein paar Mal so. Du kriegst aber zusätzlich noch einen Drank. Ja, ich guck gerade. Oh Gott, das ist ja brutal. Zweimal, einmal zu viel um die Ecke gedacht. Ich denke, es gibt gar keine Ecke mehr. Ich fliege einfach geradeaus. So. So, jetzt darfst du raus. Mann. Ich darf. Mach mal was. Wo steht ihr denn da? Hat ja auch den Frühlingsabend. Die verwunschene Rolle. Ich bin mal eine feige Waldhexe und fliege hier rüber. Boah, jetzt habe ich ja nicht mal den Trank. Ja. Bin auch eine Waldhexe, aber da ich gar keinen Trank habe, um ihn da auszuliefern, bin ich auch feige. Ich meine, Bauchgefühl sagt mir was anderes, aber ich meine, man muss ja auch mal was riskieren, oder? Ich glaube, jetzt die mutige Waldhexe. Ich bin immer eine Waldhexe. Ich bin auch voll mutig. Total mutig. Das war einfach klar. Immer eine mutige Waldhexe. Und der ist so ein Schubs, ne? Von drei. Für drei. Eins, zwei, drei. Aber das habe ich absichtlich gemacht, damit du jetzt Start spielst. Ach, Mist. Ja, letzte Karte. Ja, lass mal überlegen. Boah, das ist eine Katastrophe. Ja, ich dachte, das macht ja keiner. Aber es wäre andererseits hätte ich halt jetzt den Trank natürlich. Ich bin der vollmutige Taldruide. Aber ich hätte die mutige Waldhexe. Ja, vollmutiger Taldruide bin ich. Der bin ich doch schon, der mutige Taldruid. Weiter? Weiter. Ja. So. Dann liefere ich mal ab. Hier. Du stehst doch gar nicht im Tal. Bitte? Doch. Da. Doch, doch. Wald und Tal. Wald und Tal. So. Ich liefere hier drei Siegpunkte ab. Eins, zwei, da habe ich meine drei wieder kompensiert und. Genau. Und kriege noch mal drei extra, weil ich den mutig gespielt habe. Eins, zwei, drei. Eieiei. So. Und mal einen ganz mutigen Wurzelsammler. Weiter. Ich bin der mutige Wurzelsammler. So ist das nämlich. Einen Orangenen und zwei Zauberer. Oh, und du hast keine Karten mehr. Ein Orangentrank bitte und zwei Zauberstäbe. Ja, aber wir filmen, ja. Live auf Twitch. Ich komme auch gleich. Ich bin die mutige Hügelhexe. Fliege hier rüber, gebe einen Orangen für 5 Punkte. Oder? Ja. Du bist blau. Und mutig. Achso, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wunderbar. Okay. Sehr schön. Die verwunschene Rolle ist die Waldhexe. Na, bitte das. Und der Auftrag mit vollen Händen. Alle Spieler bieten am Ende dieses Durchgangs beliebig viele Ressourcen in ihrer geschlossenen Faust. Der oder die Spieler mit den meisten Ressourcen geben sie anschließend ab und erhalten 8 Siegpunkte. Das 8 Siegpunkte? Oh, das ist ja hier. Okay. Das kann teuer werden. Ja. Aber man kann ja auch bluffen. So. So, Waldhexe kostet extra. Das gefällt dir nicht, wenn die Waldhexe extra kostet. Nee, nicht wirklich. Und
der kommt Plan mit den verwunschenen Rollen gebe ich jetzt mal auf. Ja. Nee, du hast zum Schluss Mutti gespielt. Du kommst ja raus. Ach, das ist ja total schön. Und ich bin. Der mutige Früchtesammler. Weiter. Weiter? Weiter. Wow. Ja, ihr hattet alle zwei lila, ne? Ungefähr. Nicht zwei lila und ein grünes. Juhu! Nochmal. So weit, so gut. Feige Berghexe, lacht mich ruhig aus. Oh Mann. Ja, war wohl die richtige Entscheidung. Stehen ja auch alle da wieder am Fuß. Ja, ich bin auch feige, was soll's. Hier hoch, oder wie? Ja. Oh, du gehst garantiert hier unten rein. Meinst du? Ah, verdammt. Bin ich so durchschaubar? Ich bin auch eine feige Berghexe. Wo gehst du hin? Auch hoch. Auch hoch? Ja, natürlich. Dann bin ich die mutige Berghexe, flieg hier rein und kann hier schöne 6 Punkte kassieren. Die krass, bleiben auch rot, dauerhaft. Ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eieieiei. So, und dann so, jetzt mutig muss bist, ich fang mal an. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Ich bin mal eine feige Wetterfee. Weiter. Und ich kann also, ja gleich weghexen. Aber weiter trotzdem. Katastrophe. Du bist eine feige Wetterfee. Ich bin eine feige Wetterfee, ja. Tja, das ist egal, weil ich bin zwar auch eine Wetterfee, aber ich kann nichts zaubern, weil ich jetzt nicht so geflogen bin. Das wäre auch schöne Plakate, so Werbung, was so ganz ernst. Also ich muss das ja dann trotzdem ausspielen. Ich bin eine feige Wetterfee. Ich kann jetzt einfach sagen, ist jetzt egal, was ich sage, oder? Weil ja. Muss ich jetzt eigentlich auch Strafe bezahlen? Nee, du musst gar nicht. Das einfach passiert halt einfach nichts. Aber wenn du sie mutig spielst, könntest du Startspieler werden. Dann könnte ich Startspieler werden, das ist wichtig, ja, richtig. Wenn ich mutig spiele, könnte ich Startspieler werden. Nimmt sich das sogar in den allgemeinen Sprachgebrauch mal aus, wenn man so sagt, ich bin jetzt mal mutig. Bin ich das? Startspieler sein? Ich bin ein mutiger Geschirrabspüler. Ja, ich bin mal mutig. Du bist mutig. Mutige Wetterfee. Ich bin auch eine mutige Wetterfee. Und ich zauber den da weg. Für eins. Okay, jetzt muss ich aber ausspielen, ne? Ja. Und du bekommst doch Siegpunkte, oder? Ach so, drei. Weil du mutig genau gespielt hast, richtig? 1, 2, 3. Das ja ist eigentlich der Grund, warum ich mutig gespielt habe, weil ich muss ja hier mal dranbleiben. So. Dann bin ich der voll feige Gipfeldruide. Liefer da oben. Na ja, gut. 8 Siegpunkte ab. Es ist nicht so schlimm, wie es sich anfühlt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist in Ordnung. Was liegt denn da noch auf der Hand? Er steht auch im Gipfel. Ich bin auch mal ein feiger Gipfeldruid und nehme hier nur die wiederkehrenden 3 Siegpunkte. 1, 2, 3. Ich bin leider auch feige, glaube ich. Feige, feige, feige. Und gebe hier ein 6 ab. Ah, den habe ich da gar nicht gesehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na gut, ja, dann bin ich natürlich mutig. Und ja, da kriege ich aber jetzt immerhin 9. Ja, eben. 9? Ja, das ist 6 plus die 3. Ja, ich bin gelb. Schon auch. Ja. Deswegen, ja. 29, genau. Ja. So. Letzte Karte. Letzte Karte. Ui, jetzt muss ich mal ganz scharf nach. Oh, jeder nur eine. Wo steht ihr denn überall dumm dumm? Also, blau. Ich bin jetzt mal eine mutige Heidehexe. Also ich bin auch eine Heidehexe. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die mutig sein der kann. Der kommt irgendwie nicht vom Fleck. Erst fliegt er dahin, wo er nicht hinfliegt. Das bist aber du. Das hat mich immer verstört, die Hexe da. Ja. Der ist so vom Gewitter gegen traumatisiert. Gewitter, Zaubergewitter reingeflogen. Nie wieder von erholt. Ja. Gott, bist du mutig oder bist du feige? Und du ich? Da hinten, du bist blau. Bin ich denn überhaupt ich bin so eine Heidehexe? Ich bin eine feige Heidehexe. Und ich fliege in welche Heide?
ich fliege in die... Nee, das ist keine Heide. Das ist keine Heide. Das ist keine Heide. Das ist eine Heide. Du könntest in die da fliegen. Ja. So. Zurück nach Hause. Zurück nach Hause. Warte mal, ich könnte hier... Da sind auch noch spannende Länder dahin. Naja, du willst mich ja nur loswerden. Du willst die komischen Wolken für dich alleine haben. Kannst du vergessen. Ich bin auch immer so eine Wetterwolken-Zauberin. Ich dachte, du bist eine Waldhexe. Ja, das war eine Doppelrolle. Waldwetterhexe. Das war der erste Trick. So. Verdammt. Dann fliege ich dahin. Mhm. Okay. Ich bin... offensichtlich keine Heidehexe, wenn ich meine Karte gucke. Weiter. Ich bin nichts mehr. Ich bin auch nichts mehr. Ihr könnt allein spielen. Dann kann ich jetzt den mutigen Kräutersammler spielen. Ja. Gut. Und noch ein Zauberstab. Wunderbar. Ich bin nochmal der mutige Wurzelsammler. Also fängst du auch wieder an in der nächsten Runde. Stimmt. Ja. Das ist doch gut. So, verwunschene Rolle ist der Tal. Ach Moment, wir müssen noch hier das Ereignis jetzt spielen. Ja, das Ereignis. Ach so. Also, mal hier so versteckt. Da. Was habt ihr denn? Wer die meisten Ressourcen bietet, kriegt wie viel? Kriegt 80 Punkte. Aber der muss sie auch abgeben. Ja. Sonst wäre es zu einfach. Wir müssen einen ganz kurzen Überblick verschaffen. Ist auch noch kurz überlegen. Ja. Moment. Oh. Das sieht. Ja. Du kriegst 80 Punkte. Ich habe mal gesagt, diese ganzen Zauberstäbe, ich bin dabei. Das hat nie geklappt mit den Wolken und so weiter. Hier, so eine mächtigen Hexe da. Fährt jetzt mit dem Fahrrad und liefert so die Tränke aus. Besser der Spatz in der Hand. Als irgend so komische Wolken da, die ich sowieso nie erwische. Falsch da. So. Das sind meine vier. Also, nee, und so, jetzt? Die verwunschene Rolle ist jetzt der Taldruide und unser Auftrag. Noch drei Runden, oder? Ja. Mehr oder weniger. Jeder Spieler wählt zu Beginn des Durchgangs 1 bis 5 Rollenkarten aus und erhält entsprechend viele Siegpunkte. Beziehungsweise gibt drei ab. Die finde ich auch total spannend. Wenn du mit einer Karte spielst, kriegst du gleich 10 Siegpunkte. Noch nicht sagen, wenn ihr euch entschieden habt, weil jeder entscheidet sich quasi für sich. Ja. Weil das könnt ihr die anderen auch beeinflussen. Wenn ihr alle drei eine nehmen, dann sagst du, dann nehme ich 5, dann habe ich ja 4 mutige. Genau. Ja. Also auch unter dem Tisch. So genau, das heißt, wenn ich mit einer Karte jetzt die nächste Runde spiele, kriege ich direkt 10 Siegpunkte. Genau. Aber wenn du halt mit 5 spielst, hast du auf jeden Fall, ja. Gebe ich 3 ab, habe aber ein paar. Also das normale Spiel mit 4 ist einfach 0. Genau. Und weniger wird belohnt und mehr wird. Das finde ich auch sehr interessant. Die ist super. Oh, ja. Okay, dann lassen wir mal gucken. Da muss man sich ja kurz überlegen, was man da machen kann. Und verwunschen ist der Taldruid. Okay. So. Ich hab's. Moment. Noch überlegen. Ist doch nur eine Karte. Thank you.
Okay, ich habe mich auch ins. Wer kommt denn eigentlich raus? Moment. Ja, genau, wer kommt raus? Du kommst raus, ne? Ja. Moment. Okay. Okay. Fünf. Fünf. Einer. Zwei. Okay, dann mal minus drei für mich und dich. Ja. Ich bin blau, ja? Eins, zwei. Alles perfekt. Drei. Also ich bin. Sehr gut. Okay. Du hast zwei, hast du gesagt? Ich habe zwei. Für zwei bekomme ich sechs. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ich spiele mit einer, also bekomme ich zehn. Von 26 auf 36. Eieiei. Okay. Das ist aufgezahlt. Ich fange an, richtig? Aber das ist schön, dass ihr mit fünf spielt. Dann ist ja noch die Chance da, dass ihr euch gegen seid. Es darf einfach auf gar keinen Fall schief gehen, also muss ich eine feige Wetterfee sein. Und ich zauber da die Wolke weg. Hm. Und jetzt zwei. Ab. Was machst du, die Wolke? Wetterfee. Na, feige Wetterfee. Hallo, ich habe aber keine Zauberstäbe. Ja, ich habe nur eine. War da keine eine? Oh Gott, nein, das hätte ich sogar. Die wurden gerade alle für Siegpunkte entsorgt, die Zauberstäbe. So, da darfst du wieder. Ja. Mutige Hügelhexe. Du hast keine. Doch, ich habe eine Hügelhexe. Ach. Ja, nur zwei Karten. Ich habe nur eine. Ja, achso, ja, er. Er hat nur zwei Karten. Nein, wieso hast du denn eine Hügelhexe? Tja. Weil ich auf Zauberstäbe aus bin. Ich dachte, du hast eine Waldhexe. Tja. Dann bin ich eine mutige Hügelhexe. Ach, die habe ich ja gar nicht benutzt. Egal. Ich bin eine mutige Hügelhexe. Dann sollst du eine sein. Gut, dann liefere ich hier für drei Siegpunkte und zwei Zauberstäbe ab. Eins, zwei, drei. Wo war denn der? 35, oder? Dein gelber. Weißt du noch, wo dein gelber war? 34 oder 35? Ich bin da dran gekommen. Ach so. Nee. Ich glaube, du warst direkt vor mir, ne? Ja. 35. Wird schon passen. Drei. Und zwei Zauberstäbe. Danke. Dann, ach so, du bist. Ich bin durch. Ah, da muss ich jetzt Karte. Mutig weiterspielen. Nee, du kannst auch feige spielen. Ja, das kann ich auch. Aber du hast schon zwei Karten ausgespielt. Ne? Du hast noch drei. Du hast noch alle fünf? Ich habe alle fünf. Krass. Das wird der Mörderzug. Dann spiele ich mal einen feigen Gipfeldruiden. Dann spiel ihn doch gleich, wenn du feige spielst, darfst du ihn direkt spielen. Ach ja, ich darf den ja direkt spielen. Liefer hier. 5 ab. Ich bin. Du musst ja irgendwelche Karten haben. Was willst du denn mit mir? Ich bin hier. Ich weiß, wo du bist. Mutiger Gipfeldruide. Mutiger Gipfeldruid? Ja, ganz mutig. Darf gern mutig sein. Ja, wo stehe ich denn überhaupt noch? Das gibt ja voll der Durchmarsch für dich jetzt, oder? Krass. Tatsächlich, ja. Ich habe mir gedacht, warum nicht? Aber ich habe. Irgendwie ist es halt doch lustig, mal viel zu machen, dachte ich, jetzt riskiere ich es. Ja. Zwei. Außerdem habe ich euch mit meinen 8 Punkten. Drei Punkte, ich wusste, es war Psychologie. Ich wusste, dass ihr neidisch auf meine 8 Punkte geguckt habt, wo ich jetzt die ich mir auf dich geholt habe. Ja, jetzt hol ich mir auch mal Punkte, ne? Na, du hast doch. Genau das hatte ich gedacht. Ja, genau. Ja, ich denke mir jetzt ja gar nicht. Nein, jetzt mal schauen. Aber ich weiß gar nicht, ob das der Plan genau aufgeht, aber ich glaube es ganz gut. Ja, ich bin nochmal. Ja. Aber es ist ja die Frage, was du ihr jetzt spielt. Du bist nochmal dran, genau. Dann bin ich eine mutige Berghexe. Nee, jetzt geht er nicht auf. Verdammt. Ha, ich mache wenigstens was mit seinem Plan kaputt. Hey. Ich wollte erst nicht. Ja, weil ich jetzt natürlich die Berghexe habe, aber noch nicht im Berg bin. Tja. Feige oder mutig? Was hast du noch eine Karte? Er hat sie mutig gespielt. Ja, da bin ich noch nicht feige. Wieso denn? Ja, weil ich ja nichts machen kann. Ich Ach kann so. Nicht ins Berg fliegen. Ich wollte es später machen. Und du willst nicht ausspielen, sozusagen? Natürlich nicht. Okay, dann. Aber du Moment. Warte mal, kannst so, du stehst auch noch eine Karte. Du kannst du doch was. Achso, ausliefern Nein, kannst du nicht. Ja, ich muss ja weg. Achso, raus, okay. Eine Karte habt ihr mir damit doch kaputt gemacht. Okay, ich bin die mutige Berghexe. Ich fliege hier hin. Oh, ja, so in der Ecke. Sieben. Da ist man gar nicht mehr unterm Radar. Ja, das habe ich auch völlig unterm Radar. Sieben. Boah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da so still in der Ecke im Wald versteckt. So, du kannst nicht, dann spielst du jetzt aus.
Das waren zwei super Karten. Ja. Ja, jetzt habe ich ja, mein Zug kommt ja erst noch. Ich habe mal abgewartet, bis jemand fertig war. Ja, da bin ich halt feige. Wurzelsammler. Feiger Wurzelsammler. Da bin ich mal mutiger Wurzelsammler. Ein Orangen und zwei Zauberstäbe. Boah, da spielt das alles mutig runter. Tja, und jetzt seid ihr ja schon fertig. Wir sind alle durch. Ja, das ist gut. Da kann ich mal in Ruhe überlegen, was ich jetzt mache. Das verdient aber die Bezeichnung. Mutig auch jetzt nicht, ne? Ganz das ist jetzt nicht mehr mutig. Mutig. Ja. Das ist so. So, dann mach ich erstmal eine mutige Waldhexe. Und gebe hier mal den Orangen ab für 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann bin ich noch die mutige Heidehexe. Gebe ich hier ab für 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Wahnsinn. Und noch der mutige Früchtesammler mit 2. Lila und? Lila und ja, jetzt ist die Frage. Und 2 Lila und 1. Ein Orangen nehme ich. Grün habe ich doch. Nee, Orangen. Ja, alles klar. Gut, Orangen. Ei, das war gut. Na gut. Okay. So, das war gut. Hat sich gelohnt. Noch eine eigene. Der Wunsch in der Rolle ist der Gipfeldruide. Gefährliche Gebiete. Jeder Spieler verliert für seine Spielfiguren Siegpunkte, je nachdem, wo sie am Ende des Durchgangs sind. Im Wald minus 1, im, was ist das, Tal? Heide. Minus 3 und auf dem Hügel minus 2. Also sicher Berg oder Wald. Nur, also sicher ist es nur im Berg. Ja. Und Wald ist halt billig. Ja, und der Gipfeldruide. Heide ist. Ja. Heide ist böse. Wo stehe ich denn? Heide. Und da stehe ich ja im Wald. Nee, hier stehe ich im. Da habe ich die Zauberstäbe im Hügel. Und verwunschen ist dann auch noch der Gipfeldruid. Okay. Wer kommt raus? Du, ne? Ja. So ist das. Das ist jetzt gar nicht so schön. Schwere Geburt, aber Köpfe rauchen. Oh je. Okay. Okay. Okay, du kommst raus. Oder? Nee, du. Ich war noch dran, die ganze Zeit dran. Ja. Wir haben doch schon gar nicht mehr mitgespielt. Genau. So, jetzt mache ich einfach mal ganz den feigen Taldruiden und liefere mal einfach hier ganz geschmeidig für 5 ab. Weiter? Tja, das ist ja ganz fantastisch, mit dem Taldruiden in den Bergen zu stehen. Ja, dann, das andere ist alles zu gefährlich. Ja. Dann spiele ich den natürlich feige, damit die nicht drankommen. Weiter? Okay. Ja, ich war doch schon. Du warst der letzte. Achso, ich bin hier wieder. Ja. Ich muss wieder online. Ja, sonst. Das war nicht mein Plan, jetzt wieder dran zu sein. Okay. Die Karte ist verpufft. Ja. Falsche Reihenfolge? Reihenfolge. Und nie klappt. Aber wieso bist du aus dem Berg überhaupt weg? Ja, ganz perfider Plan. Der aber da guck mal, wo ich da hin bin. Müsst euch keine Gedanken machen. Ich bin einfach dann mal die feige Berghexe. Ich bin auch eine Berghexe.
Du hast natürlich eine Berghex, weil du erst in den Wald und dann zurück in den Berg wolltest. Und du? Wo willst du hin? Du bist blau. Du bist im Berg und da willst du in den Berg. Also hast du auch eine Berghexe. So. Dann spiele ich die Feige. Ich habe keine Berghexe. Weiter. Mist. Ja, dann bist du wieder dran. Was? Ja, ich habe die Feige gespielt. Diesmal werde ich meine vier Karten spielen. Ihr seid nicht ganz sauber. Aber gut, aber gut. Es ist nicht so, dass ich darauf nicht auch eine Antwort hätte. Rache ist ein Gericht, das am besten mit dem fliegenden Besen serviert wird. Tja. Spannend, ja. Komm, noch eins. Dann bin ich eben die feige Hügelhexe. Du gehst den Hügel, obwohl du da Siegen bezahlen musst. Du bist ja witzig. Ja, aber das Problem ist, ja, es war trotzdem geplant. Weiter. Nee. Ach so, das hier, weil ihr da alle nicht hin wollt. Ich bin auch die mutige Hügelhexe. Ah, siehst du wohl. Ja, ich wusste nämlich, dass er hier hingeht. Er wird auch hier gehen. 9 Siegen. Ja, ja, das war klar. Haha, ich hab ihn aufgeschlossen. Kurzzeitig. Ich muss mal wieder welche bezahlen. Dann bin ich. Probier's trotzdem. Ich bin die mutige Heidehexe. Weiter. Weiter. Heidehexe. Ich habe gedacht, ich gehe einfach in die ganzen gefährlichen Gebiete und kann da in Ruhe. Ich bin aber auf eine Feige und fliege nur hin. Warum? Ach, weil du nicht rauskommen willst. Ah, okay. Ja, ich kann noch nichts abliefern. Also okay, das hätte mir jetzt nichts gebracht. Dran, richtig? Ja, genau. Dann bin ich nochmal dran. Ja, du musst es noch machen. Das Mut. Nein, er muss es noch machen. Er hat es noch nicht gemacht. Seine ach, Mut ist halt. Ja, 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 hat er Feige. Oh, ja, Entschuldigung. Gut aufgepasst. Ja. Sag, dann habe ich immerhin einen Siegpunkt plus. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt hast du wieder abgehängt. Na, gleich kommen ja die Minuspunkte aus dem Ereignis. Okay. Jetzt muss ich aber überlegen, was ich von den beiden ist. Ja, ich glaube, ich bin eine feige Wettersee. Hm. Da unten in Maya. Seht ihr? Seht ihr? Seht dieser komische Wolken? Ja, Fetischist. Ja, die Wolken verdichten sich. Es wird Regen geben. Du? Nee. Keine nee. Wetter? Ich bin eine Wetterfee. Ah, sehr gut. Natürlich bin ich eine Wetterfee. Wald und ich habe noch zwei. Du hast aber nur einen Zauberstab und warum sollst du Wetterfee sein? Dann bin ich die mutig. Einfach nur, um dich zu ärgern. Warum sollte ich eine Wetterfee sein? Genau. Genau. Ich nicht. Die zauber die andere Dreier hier weg, die da. Erstmal drei Siegpunkte, weil ich mutig bin. Eins, zwei, drei. Dann nehme ich mir den für meine drei Zauberstäbe. Wunderbar. So, du warst die mutige Wetterfee, also bist du weiter dran. Dann bin ich der vollmutige Früchtesammler. Wurzelsammler. Ja, meine ich doch. Wurzelsammler, der Orangene. Mutig. Mutig. Ich bin der mutige Wurzelsammler. Weiter. Wurzelsammler? Ja. Dann bekomme ich einen und was willst denn du mit Blitzen? Du bist an meine Wolke. Bleib weg von meinen Wolken. So, und jetzt spiele ich die da will doch keiner hin. Ich bin jetzt eine mutige Waldhexe. Weiter. Was, mutige Waldhexe? Nein. Ich bin die mutige Waldhexe. Natürlich. Was glaubst du denn? Sag mal, guck mal, wo ich stehe. Ball, ich will an die Wolke, hab ich dir doch gerade noch gesagt. Was willst du mit meiner Wolke? Ball Pop. Und Wetter. Schade. Und gibst du was ab? Ja, natürlich. Wenn ich mutig bin, gebe ich da was ab. Und was Grünes, weil das gibt hier die meisten Bonkler. Ja. Ja. Fünf. Und das bleibt? Ja, das bleibt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hab noch einen. Ich auch. Wow, wo bist du? Warte. Ganz da oben habe ich es ihn geschafft. Guck mal an, als Erster. Na toll. Der hat so einen Druiden. Ja, so einen Druiden. Ding, 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 ding.
Ich bin der Mutige und du musst natürlich auch zahlen. Ja. Nee. Ach so, ihr müsst beide zahlen. Beide zahlen. Ja, eins, zwei, drei und du eins, zwei, drei. Dafür kann ich aber auch. Was? Du kriegst 6 und ich kriege 1, 2, 3, 4, 5, 6 und du bist von 50 dann auf 60. Marginale Ausbeute. Ist ich verliere nämlich jetzt 5 Siegpunkte, verliere ich. Genau. Blau verliert 5, Gelb verliert 2, 5, 1, 2. Grün verliert keine. Doch, noch eins. Einen. Und Rot verliert ganz schön 4. Drei. Ich habe sie nicht rübergezogen. Aber der 0 geht doch noch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Geht noch. So, die nächste verwunschene Rolle ist die Wetterfee. Na super. Und das ist die letzte Runde. Und die letzte Runde ist das jetzt. Gleichgesinnte. Wer am Ende dieses Durchgangs seine beiden... gemacht? Ja, eben gerade. Ja, ja, ist klar. Okay, alles abgehandelt. Wer am Ende dieses Durchgangs seine beiden Spielfiguren in Gebieten derselben Landschaft stehen hat, erhält 4 Siegpunkte. Letzte Runde. Gleiche Landschaft. Ja. Und verwunschen ist auch noch ausgerechnet die Wetterfee. So. Das wird bei mir nichts sein. Eieiei. Vorsorgeplan. Wenn das nicht klappt, muss das klappen. Bei mir ist auch wieder so ein. Und wer fängt an? Wer hat zuletzt? Du? Du? Warst du nicht zuletzt? Ja, du hättest. Ich war der feige Druide, du warst gemutet. Ja, ich muss mal ganz kurz nachdenken. Eine Sekunde, ist ja die letzte Runde. Ja, man braucht eigentlich immer so zwei Möglichkeiten, die man machen kann. Ich muss mal ganz schauen. Zweimal denkt man und dann kommt die dritte dran, nämlich dran. Irgendjemand, was? Oh Gott, und dann hat man wieder falsch gedacht. Und plötzlich steht man da. Irgendwo in der Pampa. Ohne Mittel. Ohne Navi. Ja, stimmt, ohne Navi. Wenn das jetzt eine andere Reihenfolge ist. Ich muss auch noch anfangen. Wenn das warte mal ganz kurz. Es kommt ja immer in einer anderen Reihenfolge. Es kommt immer anders, als man denkt. Das ist die Regel. Genau. Ich muss auch noch anfangen. Das bringt, die ganze Grübelei bringt nichts. Es kommt eh anders. Warte mal, nein. Als du denkst. Bringt einfach nichts. Das heißt aber auch, dass das auch nichts so richtig was bringt. Das bringt auch nichts, deswegen mache ich das nicht. Oh, wer hat denn noch Zauberstäbe? Ich könnte einfach das machen. Das ist ja gar kein Zauberstab. Aber okay. Gut. Ja, so kann man das machen. Letzte Runde. Wenn ich mir vor welche organisiere. Hunter, leg los. Los geht's. Ich glaube, ich habe mich jetzt nicht völlig verrechnet, aber ich bin jetzt erstmal der feige Gipfeltruide, weil sich das einfach für mich auch relativ lohnt. Für 9 Siegpunkte. 67. Ich spiele den auch feige, den Gipfeltruiden. Für 4 Siegpunkte. 1, 2, 3, 4. So. Du stehst da und könntest da hinten und hast den Vorsorgeplan, den noch hin. Dann spiele ich den auch feige und dann gebe ich hier nur die 3 ab. Wieder die ganze Reihenfolge. 1, 2, 3. Das ist aber einer, der refreshed. Achso, ja, der kann raus. Ja, ich kann da kriege ich 3 extra. Dann spiele ich ihn mutig. Dann kann ich hier nämlich noch 1 abgeben. Aber 5 plus 3 gibt nämlich 8. Und genauso gut wie das andere. 8. Danke. 2, 3, 4, 5, 6, und dann bin ich auch gleich dran. Jetzt habe ich natürlich nur ein anderes Problem.
merke ich immer. Deswegen ich jetzt die feige Heidehexe hinterher schiebe. Ah, ich weiß, was du für ein Problem hast. Oh nee, du hast jetzt nicht die feige Heidehexe gespielt. Doch, weil er die Wetterwolke hier noch wegzaubern will. Oder in sogar die da. Aha. Das ist ja dämlich. Ich will nur Hunter besuchen. Ah ja, aber ich kann trotzdem da, das ist eigentlich, ich kann es zu meinem Vorteil ummünzen, glaube ich. Auch wenn es jetzt ein bisschen überhaupt nicht so geplant war. Aber okay, dann bin ich einfach die mutige Heidehexe. Was sagt ihr dazu? Weiter. Weiter. Das habe ich überhaupt nicht so erwartet, aber gut, egal, dann bin ich jetzt hier einfach nochmal mit 4 Sekunden dabei. Boah, 71. So. Boah. Und dann weiter mutig. Ja, ach so, dann bin ich weiter mutig. Ja, ja, das ist auch in Ordnung. Dann bin ich einfach die feige Waldhexe und fliege immer einfach in den Wald. Ach so. Ja. Und du? Ich bin auch eine Waldhexe. Was denkst du denn? Natürlich bin ich eine Waldhexe. Bescheuert, das war natürlich total dämlich. Na gut, egal. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Aber gut, das hat mich jetzt so verwirrt, aber egal. Dass ich da plötzlich eine mutige Heidehexe durchschreibe. Ach, du kannst, bist ja weit vorne. Das spielt keine Rolle mehr. Ich bin eine Waldhexe, aber... du weißt noch nicht, was du hast. Bin ich die mutigste? Mau, du stehst da unten. Du willst die Wolke noch haben. Verdammt. Und wo bist du? Du bist blau. Du stehst schon in zwei Gebieten. Ich spiele die mutig, die Waldhexe. Ich habe keine Waldhexe. Weiter. Ja, es klappt dann auch noch so oft bei dir. So. Alle wissen, dass du immer die mutige Waldhexe nimmst und trotzdem gab. Zwei. Ich habe mich aber voll verkalkuliert. Ja? Ja. Zwei und ein Zauberstab. Habe ich den. Achso, 2 Siegpunkte. Wo? Hier sind wir. 1, 2. Okay. Jetzt komme ich raus, ja? Tja. Jetzt habe ich den falschen Sammler, weil mir nützt natürlich kein orangener Trank da oben mehr was. Tja, nehme ich den mutig oder nehme ich den feige? Nützt das eine so wenig wie das andere? Siegpunkte gibt es keine. Nimm den Feige. Ich habe keinen Wurzelsammler. Weiter? Nein, ich auch nicht. Ah, okay. Bist weiter dran. Taldruide. Und? In welcher Form? Da ich sowieso nichts abliefern kann. Ich stehe ja an der richtigen Stelle. Da kann ich auch nichts abliefern, ne? Kann ich irgendwo was abliefern? Seht ihr was? Nee, ne? Nein. Ach, du hast doch noch einen Orangen. Ja, aber ja, wo aber, denn? Ach so. Ja, ist aber alles belegt. Ist kein. Das, und da? Ah, der ist lila. Der ist lila. Ja, okay. Nein, dann spiele ich den auf Risiko mutig, weil ich dann vielleicht die 3 Siegpunkte kriegen kann. Also ich kann den nicht rausspielen. Nee. Tja, jetzt ist natürlich das Ding. Ne? Ich habe mich hier total verwirren lassen. Weil ja. Ich dadurch habe ich hier mein Plan war eigentlich teuflisch genial, weil ich habe natürlich auch den Taldruiden. Ich hätte einfach die 9 Punkte, aber jetzt habe ich leider meinen letzten blöden Orangen. Okay. Ich hätte einfach hier feige spielen müssen, um den Orangen noch zu behalten. Die kriegt man nur, wenn man auch einen Trank liefert. Ja, siehst du, deshalb kann ich das nämlich nicht machen und jetzt kann ich eigentlich die 3 nur, wenn man, okay. Ich kann einfach feige. Also gar nichts. Feige, also doch, ja, ich kann einfach nur feige sagen. Ja, ich auch nee. Aber warte mal, wenn ich jetzt mutig bin. Nee, wir kriegen, hat er gerade nachgelesen, wir kriegen nicht. Also ja, du kriegst auch nicht. Du kriegst ja, ach so, du kriegst ja auch nichts. Und dann wärst du Starspieler. Wenn jetzt mal angenommen, sie hätte was abliefern können und ich wäre mutig gewesen, kann aber nichts abliefern, ist die Mutaktion kaputt. Nee. Dann ist die Aktion aber trotzdem kaputt. Ja. Das heißt, hätte ich hier trotzdem die 3 Siegpunkte quasi kaputt gemacht. Ich hätte zwar auch nichts gekriegt, aber immerhin. Ja, ja, das geht. Das hat er auch schon mal gemacht. Das ist dieses Bösartige. Ja, ja, genau. Aber in dem Fall, ja, nee, das Teuflische war ja, dass ich da die 9 Punkte noch kriege. Ich krieg jetzt leider nicht. Da ich aber durch bin, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich stehe ganz gut. Ich bin fertig. Du warst der letzte Mutig. Ja, wir können mal. Dann bin ich. Ja, nee, wir sind beide raus. Okay, okay. Showdown. Show, heads up. Ich habe ein paar Könige. Ich habe noch. Wo steht ihr? Da. Boah. Ich spiele mal erst eine
feige Wetterfee, auch wenn das 3 Siegpunkte kostet. Ja, ich bin eine mutige Wetterfee. Ich gebe einmal die 3 ab. Kriegt man irgendwas für diese Wolke? Und gehst 3 zurück, ja? Genau. 1, 2, 3. Einzelner Zauberstab bringt mir am Ende nichts mehr, oder? Nö. Dann gebe ich jetzt beide aus. Nur wenn er hier in unserem Set noch mit drin ist. Aber nicht. Und du kriegst aber 3 plus 3 minus wegen der verwunschenen Rolle, ne? Genau. Das bleibt auf 0. Bleibt also da stehen. Genau. Okay. So, jetzt. Du hattest sie mutig gespielt. Ja, aber ich. Ich bin die mutige Berghexe, aber ich kann ja auf die Aktion auch verzichten, habe ich gerade auch nochmal nachgelesen. Ja. Dann mache ich nichts. Dann bin ich die mutige Berghexe. Ich fliege noch hier rein und nehme noch meinen letzten und liefere den 4-4 ab. 1, 2, 3, 4. Das ist wieder gefährlich. Da kriegen wir nämlich Blau kriegt 4 und Rot kriegt 4. Ach, du hast noch eine Karte. Ich habe noch einen Moment. Ja, aber das ist eine, die bringt mir jetzt gar nichts mehr. Ob ich die jetzt mutig oder ich bin. Du kannst das auch lang. Okay. Ja. Also Blau kriegt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich krieg auch 4. Du auch? Ja. 1, 2, 3, 4. Was denkst du, Sprint? Hunter nicht. Hunter kriegt nichts, genau. So, und dann kriege ich noch. Wie viel kriegst du für deine Wolken? 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Und wir kriegen hier. Wahnsinn. Und wir haben beide 3. 3, genau. 10. Ja. Moment, ich habe 4. Ach, du hast 4 Blitze. Das sind 14. Ja. Das sind von 55 auf 65. 1, 2, 3, 4. Oh. Und ich habe 55. Oh, ist das dicht beieinander. Oh. Wahnsinn. Gewonnen. Das ist aber ganz schön. Ja. Hier. Ja, aber und die Sets? Und da hat doch irgendjemand ein Set? Ja, so, nee, ich hab gar nichts. Nee. Müssen das unterschiedliche sein? Ja, ja, das muss. Also für 3. Also, für verschiedene kriegst du dieses. Verschiedene. Dir fehlt ja. Die fehlt ja ein Trank noch, ne? Ja, zwei sogar. Ja, okay, keine Sets. Also keine Sets. Aber. Wunderbar. Sau, ja, super. Kann ich das aber sehr schöne Partie. Ja, ja, super. Wollen wir das auch aufschreiben, irgendwas? Also lassen wir mal den Sicht. Ja, ja, klar. Und fotografieren würde ich dann auch noch gerne. Na klar. Ich glaube, ja, wir sollten den Deckel schreiben. Genau. Tschüss. Stream, die haben nämlich sehr mit mir mitgefiebert. Die sind ja immer sehr nett. Die haben mir auch einen Tipp gegeben und so. Ah, ja, also ach, deswegen. Müsste ich ein bisschen schreiben. Nur mit Hilfe des Internets. Aber einen Tipp habe ich auch bekommen. Aber nee, der Tipp war jetzt egal. Da war nur, dass ich. Was für ein Tipp war das? Ach, dass ich am Schluss noch, weil ich alle meine Zauberstäbe abgegeben haben, sie gesagt, du musst ja nachher für die Wertung hier, für die Ressourcenwertung, das ist ja online besorgen und so weiter. Genau. Ich weiß, egal, aber. Aber ich glaube, dieses Punkteträchtig nicht so stark ist. Nee, nee, ist eher so, ja, die Sache macht man eigentlich nur zum Trostpreis, ja, deswegen ist nicht so wichtig. Nee, aber super Partie, ein richtiges total Let's Play. Ne? Ja, es war super. Und es wird durch die Erweiterung auch noch total spannend, muss man dazu sagen. Ja, ja, ja. Das ist sehr abwechslungsreich. Das haben wir uns jetzt noch am Sonntagmorgen nicht zugetraut, mit der anderen Seite und den ganzen Erweiterungen. Wir machen gleich noch ein Foto und schreiben das auf. Wir machen das draußen. Ich schaue mal ganz kurz vor. Ich bin gleich wieder da. Okay, alles super. Klar. Bis gleich. Tschüss. Ja.